Ich schreib's auf. Na, erst kommst du mal rein. Hier. Danke. Sorry. Wie die Faust aufs Auge. Okay. Seit wann glaubst du an sowas? Seit Bremen? Das war nicht meine Schuld. Vor 2 Wochen bei Ines. Zu meiner Verteidigung. Ein Gartenzwerg bei Oma. Ihr Hund. Außerdem habe ich jetzt Lust auf Trauben, die gerade in der Küche auf dem Fußboden liegen. Laber nicht, Junge. Oh, nee, Alter. Ich habe 2 GB Highspeed. Es ist ja mal gar nicht zu entschuldigen, dass du mit deinen 200 ständig rumgedrosselt bist. Alter, was schickst du für eine Scheiße rüber? Das ist ja richtig daneben. Kommst du später noch vorbei eigentlich, oder? Ja? Ja, klar. Ja, würde ich übernehmen. Ja, gib mir 5 Minuten, damit ich... Ja, letztendlich bedeutet das wohl, dass ich ihn eine Weile nicht mehr sehen werde, aber... so ist das halt. Und ja, sie redet ja auch nicht drüber, weißt du? Es tut mir echt leid. Also, das ist echt immer scheiße. Das war bei mir damals genau das Gleiche. Ja, nicht zu ändern. Andere Sache, wie war eigentlich dein Geburtstag noch? Irgendwas Gutes bekommen? Kuchen. Ach, und ein Kochbuch habe ich von Opa bekommen. Wie kommt er auf die Idee, gerade dir ein Kochbuch zu schenken? Hey. Ach komm, ist nicht so, als wüsstest du, was ein Schneebesen ist, oder? Vielleicht. Aber, einen Kinogutschein habe ich auch gekriegt. Und sonst? Ja, eigentlich nichts Brauchbares. Sonst so? Wie war der Rest der Woche? Man hört ja fast gar nichts mehr von dir. Eigentlich nichts Besonderes. Ich war noch im Baumarkt wegen meinen Vorhängen. Ich hasse diesen Laden. Du gehst rein, suchst irgendwas, dann darfst du dich doch dumm anreden lassen und dann ist dein Fahrrad noch umgefallen, wenn du rauskommst, weil die Idioten nicht mal einen Fahrradständer aufstellen. Als ich jetzt da war, war tatsächlich einer da. Ach. Ja. Genau, und ich habe meine Hausarbeit jetzt endlich abgegeben. War die nicht eigentlich letzte Woche schon fertig? Ja, ich hätte es auch fast nicht mehr geschafft. Aber tatsächlich hat mir der Rubek jetzt noch eine Fristverlängerung gegeben. Das ist echt so typisch du. Du hast manchmal echt mehr Glück als Verstand. Ja, ich glaube, der mag mich. Ich glaube, ich habe auch echt was ganz Gutes geschrieben diesmal. Und ja, ich glaube einfach, ich habe bei dem jetzt wieder eine weiße Weste. Andere Sache. Was ist das jetzt mit dir und Lisa? Geht da was? Ja, wir treffen uns morgen Abend. Und ich meine, ja, was soll schon schief gehen? Und was schaust du so? Verschiedenes eigentlich. Ich schaue gern Lucifer, Game of Thrones, Alf, How Much Your Mother. Big Bang Theory. Nee. Sorry, echt nicht. Wie kann man eine Big Bang Theory bitte nicht mögen? Bis auf meine Schwester mag das eigentlich niemand bei uns in der Familie. Wir sind eher so der Family Guy Fanclub. Habt ihr was?
deine Schwester, die mag nicht zufällig Alternative? Ja. Und die sieht dir ähnlich? Ja. Ist deine Schwester Single? Und die Cola, ist das eine große oder eine kleine? Eine große, bitte. Alles klar. Danke. Und bei Ihnen? Eine kleine Sprite, bitte, und den Guacamole-Burger. Kommt sofort. Alles okay bei dir? Ja, total. Ich kann nur Guacamole echt nicht ausstehen. Meine Oma hat die mir früher nach der Schule immer als Belohnung gemacht. Das sieht aus wie verschimmelte Butter. Du musst es ja nicht mögen. Wie wenn eine Katze Slushies kotzt. Wow, ich hab's verstanden. Wie die Überreste von der Alien-Plazenta. Ist gut jetzt. Also ich meine, was ist das bitte für ein beknacktes Erziehungskonzept? Und wie läuft das so? Also manchmal musst du halt irgendwie nur Reifen wechseln oder irgendwie den Motor ausbauen und den halt reparieren und... Ich weiß auch nicht. Am Ende fährt halt das Auto wieder. Du erinnerst mich voll an meine Ex. Was? Ah, shit, sorry. Das war nicht so gemeint. Ich meine einfach, du brennst so für das, was du erzählst. Sorry, kann ich dir einfach einen Nachtisch ausgeben oder so? Ja, okay, lass einfach über was anderes reden. Woher kennst du denn den Laden hier? Oh, hier habe ich immer meine Ex hergebracht. Und was machst du so? Ich mache eine Ausbildung zur Mechanikerin. Okay. Was ist daran jetzt lustig? Weiß nicht, du bist so hübsch. Au!